Leute, und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich mache ein ganz, ganz kurzes Intro heute, denn ich habe mitbekommen, eine neue Serie hat gestern, glaube ich, gestartet. Und zwar ist es Pretty Little Liars, The Perfectionists, something like that. Ja, ich wusste von der Serie, wusste aber nicht genau, wann sie startet, habe sie jetzt nicht so verfolgt, weil ich persönlich das Ende von Pretty Little Liars überhaupt nicht gefeiert habe. Und ich bin jetzt von der Schule gekommen. Ich hoffe, das Licht macht einigermaßen mit, denn es wird schon langsam dunkel. Und das geht überhaupt nicht. Es geht mir schon langsam auf die Nerven jetzt. Aber es ist Frühling. Frühling. Also letztes Mal, als ich ein Reaction-Video gemacht habe, das verlinke ich euch hier oben, schätze ich mal, habt ihr mir gesagt, ihr wünscht, dass ich euch das Video mitlaufen lasse unten. Und ich hoffe, das geht jetzt. Ich habe ein paar Videos angeschaut und ja, ich hoffe, das es screen-recorded jetzt alles. Ich würde sagen, wir legen direkt los mit diesem Video. Welcome to. Ja, stimmt. Ranked as one of the most challenging programs in the US. Die haben etwas von Musik gesagt. Students here are the best and the brightest. Ach ja, ich schaue es in Englisch, also ich hoffe, ich verstehe alles. For perfection. Perfect. But no one's perfect. Ich kenne sie. Is building to a breaking point. Es geht um eine Kunstschule wahrscheinlich jetzt. Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. And kill. Pretty Little Liars, the perfectionists. Das Intro habe ich schon mal gehört. Ich bin persönlich nicht unglaublich der Fan von, weil ich finde, es ist zu ähnlich wie das PLL-Intro. Also wir haben Allison dabei schon mal, das wussten wir schon. Ja, die hatte zwei Kinder mit Emily. Stimmt, stimmt. Also die Sasha Peterson. Die Sasha Peterson spielt die Allison. Ja, in einem Keller, ja super. Toll Mädchen. Oh mein Gott. Mona! Mona. I brought pie. Typisch Mona. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Mona mögt oder nicht. Ich bin nicht so der große Fan von Mona. Allison's as determined as she ever was, don't you think? Bricht sie wieder mit sich selbst. I was reading up on Hotchkiss Technologies. The family practically built this place from the ground up. Taylor was Claire and Peter's daughter who died, right? She killed herself a year ago. The town's only suicide. Jemand ist gestorben, soweit ich es mitbekommen habe jetzt. Your summer assignment was to read a book by one of my favorite authors, Agatha Christie. Well, is it okay to murder a murderer? Interesting. Do you think it is? Oh, Dylan, same arrangement as last year. You'll do the papers for Ava and me. I can cover yours, but I can't do Ava's work. I'm trying out for a summer symphony chair. Dylan, that's awesome. That's everything you've ever worked for. Thank you. Don't worry about my paper, Nolan. Ava, it's fine. You are the smartest guy I know. You figure it out. You always do. Don't be late. Mm. Den mag ich nicht so. Mein Bein schläft ein. I thought things would be different this year. Why, I was right. Okay. Den Boy finde ich cute.
Why do you keep doing all this work for Nolan and Ava? You've been up all night? I was just helping some friends with their homework. Like you did with their lit papers. Now you're working on their history assignments? I can get you expelled. I offered. All right, they had a project that they needed to finish. I mean, I offered. Yeah. And they're gay. Always. Ich denke, in jeder Serie momentan hat es einfach irgendein Paar, das entweder lesbisch oder schwul ist. Ich habe schon lange keine Serie mehr geschaut, wo das nicht vorkommt. Aber meiner Meinung nach finde ich das toll, dass sie das so integrieren. Genau. Oh, mein Bein schläft ein hier. Also ist das jetzt dasselbe wie zuvor? Schätze jetzt mal schon. Ich gehe mal davon aus. To the rest of the world, you and I are still a perfect couple. Also es war nicht ihr Freund. Freund. Why would I do that? Okay, why are you showing me a picture of my mom? Swipe. I'm sorry that you had to see this. Your mom is cheating on your other mom. This gets out. She has two moms. I don't want to use this, but I will if I have to. I was born into this perfect family. I don't have a choice but to be the best at everything, or at least. Und das ist jetzt wer? Ist jetzt das der Freund von der anderen oder was? You're gonna do it on your own. I respect that. Okay, ich mag die Mutter nicht. I want active surveillance on BH5. That's your son. Are you sure? I'm always sure. Was macht ihr jetzt? Have a support system. Maybe your mom. So, irgendetwas ist my dad had to run. Mit ihrem Vater. Chose to fail. I'm gonna give you one last opportunity to tell me where your parents are. I find it really hard to believe they left you behind. I told you. They left me with nothing. And since this is... Also ich denke jetzt mal, Mona hat etwas zu tun mit dem ganzen Netzwerk der Schule. Mit den Kameras und so. I can to keep our students safe. And you should know Alice. Sie hat ihre Tochter verloren. Aber bin ich jetzt dumm oder weiß man einfach nicht warum? Oh. Oder noch nicht, warum? Was tut er da? Now. Sounds limiting. Okay. Surprised you agreed to it. Okay, wahrscheinlich my idea, hat right? einen Betrug. So if you and I are gonna hook up, we should do it sooner rather than later. Ich hasse den Typen jetzt schon. So nicht der Junge, sondern den hier. Ich mag den nicht. Are you ready? It's not what it looks like. It's exactly what it looks like. What, that's it? You're not even gonna give me some... A lame excuse? I don't need one. Why are you doing this? We were good together. It was just about the sex for me, and I'm bored of you. What are you talking okay, about? Okay, er macht das extra. This isn't you. I can get past this. Die sieht ihr ähnlich. Extrem. Taylor, what I did today, she'll never believe anything I say again. Nolan, okay. You're my brother. When this is over, she's alive. Taylor, tell me we're making progress. Also, man denkt, sie ist tot, aber sie ist gar nicht tot. Die Kamera
Die Kamera ist recording. Also es geht ums Netzwerk wahrscheinlich. Dachte ich mir schon, dass Mona da irgendwie hintersteckt noch. Mona mitspielt, da kommt es nie, nimmt es nie ein gutes Ende. Ja. Thornhall. We push him off the roof. Thanks. And it gives him a second or two to think about dying before he's impaled on those spikes at the bottom. Good one. Nee, Leute, ich gebe euch einen Tipp. Bringt niemand um. Let's get out of here. That's Mona. I think I'm doing a really good job. Don't you? Die hat immer noch psychische Probleme, aber die Schauspielerin ist richtig gut, ne? Why am I really here? Okay. I did not see Dad coming. His friends and his mother. I know this is crazy, meeting here, but it's a safe zone. Stirbt er jetzt? I'm sorry, I've been such an asshole to you. And time is running out. This isn't just about me. It's about Taylor too. She's alive. I need your help. Okay. Okay, er ist gestorben, oder? Jetzt spricht sie wieder mit dem Spiegel. Die spricht. Ja, es ist ein Netz dahinter, das wusste ich. Ich wusste es. Aber ich bin positiv überrascht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich echt so nicht gedacht. Finde ich echt gut. Ich hoffe, man sieht mich noch so einigermaßen hier. Ich hoffe es sehr. Es ist schon sehr dunkel geworden. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass die Folge so gut wird. Also all die Leute, die PLL mochten, anfangs sicher, für die wird das hundertprozentig etwas sein. Also schaut rein, bildet euch eine eigene Meinung. Und ja, ich halte euch auf dem Laufenden, wie ich die Serie so finde. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!